haben wir ja in Untersuchungsausschuss sehen können. Wir haben ja Forensic Architecture beauftragt, um das festzustellen. Und wir haben jetzt als Beweismaterial, was auch jetzt in Wiesbaden bei Untersuchungsausschuss auf dem Tisch liegt, wäre der Notausgang offen gewesen, weil er ist ja zuerst ins Kiosk gelaufen, hat meinen Bruder Mercedes und Ferhat getötet und ist dann von Kiosk ins Arena Bar und hat Saidnezzar und Hamza Kurtovic getötet. Und diese Zeit, wo er ins Kiosk läuft, meinen Bruder tötet und zurückkommt und ins Arena Bar reingeht, konnten wir auf Minute, auf Sekunde genau feststellen, jeder hätte Notausgang geschafft und wäre der Täter ins Arena Bar rein, hätte er zu diesen letzten Personen, der beim Notausgang noch rausläuft, höchstens noch 1 bis 1,5 Sekunden Sichtkontakt. Also, jeder hätte es geschafft. Gut, 1 Sekunde, zack, habe ich getroffen oder nicht, tödlich oder nicht, aber jeder hätte es geschafft. Und das haben wir es bewiesen. Ja. Wir haben keinen 100.000 Euro für einen Firma Auftrag gegeben, um Lüge darzustellen. Für Lügen und so kann ich auch für 10 Euro. Ne? Wir haben mega viel Geld gegeben und es ist mit dieser neuesten Systemtechnik berechnet, 1 zu 1. Und es ist ein Beweismaterial und das können die einfach jetzt nicht so sagen, ey, das ist jetzt so gemacht. Ne? Es ist akzeptabel und es entspricht die Wahrheit. Wäre Notausgang offen, wäre heute Hamza und Zeitnesser definitiv noch am Leben. Ja gut, meine Bruder Mercedes Ferhat sage ich ja nicht, die waren ja im Kiosk. Da gibt es ja keine Chance. Aber Notausgang kämpfe ich als Gökhans Bruder leider für Hamzas und Zeitnessers Tod. Das hätten die. Ich meine, Notausgang und Notruf. Wäre Willi Viorel mit Notruf durchgekommen, wir wissen, Polizei hätte gesagt, okay, du hast uns gesagt, aber du musst den Verfolgung jetzt abbrechen. Ist gefährlich. Wäre Notruf gegangen, hätten wir heute nur über 8 Tote statt 9 geredet. Und wäre Notausgang wie jedes Geschäft ordnungsgemäß offen, dann hätten wir noch 2 Opfer weniger und dann hätten wir Hanau 19. Februar über 6 Tote gesprochen. 3 hier, 3 im Kiosk. Aber Mercedes, Willi im Auto und die anderen 2 in Arena war, das hätte nur technikmäßig gerettet werden. Technik, also wenn ich dich anrufe, dann klingelt dein Handy. Aber wenn ich 110 anrufe, tot, kein Lebenszeichen, keine Tür, keine nichts. Das ist 110. Technik hat Willi getötet und Menschenunachtsamkeitlichkeit hat anderen 2 Menschen das Leben gekostet.